Ja. So. Willkommen zu Alien Isolation. So viel zu meinem Vorsatz, ich spiele nie wieder ein Horrorspiel. Wenn man sich breitschlagen lässt. So, guck mal hier, ich habe ein schönes neues Spiel, das musst du dir unbedingt ansehen. Leg mal rein, ich sag auch nichts dazu. Hihihi, ich lach mich nur kaputt. Ja. Da es Leuten viel Spaß macht, bei sowas zuzusehen, wenn andere die Horrorspiele nicht mögen und nicht gut spielen können, sich in die Hose scheißen. Das ist für euch. Dann fangen wir doch mal an. Ja, wir wollen natürlich den ganz normalen Isolationsmodus spielen. Ein neues Spiel starten. Ein Head-Tracker. Ist eine witzige Sache, haben wir aber nicht eine Kamera. Oh, das könnte witzig sein. Und wir müssen es nicht übertreiben. Machen wir es auf. Kann das jemand lesen? Ich sehe zwar, dass da was ist, aber was es ist, weiß ich nicht. Auf geht's. Als nächstes kommt Aliens Isolation. Jedes Mal, wenn ich die Kassette umgehe, sehe, erwarte ich, dass der Guardians of the Galaxy Soundtrack losgeht. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß,
warum sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Schlüpfer. Ah, wir haben sogar Schuhe. Fußball, yeah, Weltraumfußball. Ah, schade. Woo. So viel zum Beine vertreten nach dem Hyperraumschlaf. Wie lange haben wir jetzt eigentlich geschlafen? Steht das hier irgendwo? Nee. Mit Anzeigen haben sie es nicht so, aber das Ding hier blinkt. Werden nutzen. Cool. Steht da ein fetter Sumo-Ringer? Geil. Taylor. Connor. Ach du Scheiße. Connor? John Connor? Oh nein! Jetzt gerade hatte ich Angst vor dem Alien, jetzt habe ich Angst vor dem Terminator. Ja, Raucher sind auch auf dem Schiff. Das erklärt auch, warum diese Bildschirme so schmierig sind. Der ist kaputt. Elaine. Und Samuels. Das hier ist übrigens der Autopilot. Der hackt dann immer auf geradeaus fliegen, geradeaus fliegen, geradeaus fliegen. So, melden wir uns mal an. Wow, wir haben ein unnatürliches Handgelenk. Torrents. A Replay. So. Ziehen Sie sich an. Okay. Wäre auch so schön, wenn man das ganze Spiel in Unterwäsche rumlaufen könnte. Das sieht aus, als wenn ich mir voll die Birne stoßen würde, wenn ich hier... Kann man lieber... Okay, Grafik ist ein bisschen Gewöhnung. Also die Grafik ist toll, aber die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Personal Storage. Das ist gemein, weil ich nicht lesen kann, was da draufsteht in Japanisch. Bestimmt voll die Schimpfworte oder sowas. Eine Dusche. Ich lasse das jetzt einfach laufen, bis wir kein Trinkwasser mehr haben. Mission sabotiert.
Monate warten. Also ich kann ja verstehen, wir sind jetzt die Tochter von Ellen Ripley aus dem bekannten Alien-Film. Wir besuchen unsere Mutter. Was mich viel mehr interessiert, ist diese unerzählte Geschichte. Was ist mit dem Vater? Warum redet nie einer über den Vater? Ist das jemand, den keiner leiden kann oder so? Ist das ein Rabenvater? Oder ist das voll der liebe, nette Mann, der jetzt zu Hause sitzt und die ganze Zeit weint, weil erst die Frau abhaut, danach die Tochter abhaut und keiner erzählt ihm was? Sitzt da so ganz alleine. Alle sind weg. Kein Geld für Alkohol. So. So ein bisschen aus wie dieser Anzug aus Zurück in die Zukunft. So. Das ist, glaube ich, ein Aufzug. Das ist eine Leiter. Kann man nicht irgendwie rennen? Ah, so kann man sich um die Ecke lehnen. Hallo? Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sprechen Sie mit Tyler. Ziel abgeschlossen. Und schon wieder spielt sie Karten mit sich selber und verliert. Das ist so traurig. Ist du das Twix noch oder ist das ein Rider? Wenn man bedenkt, wie alt der Alien-Film ist, muss das noch ein Rider sein. Ich glaube, dann möchte ich das jetzt gar nicht essen. Ich bin schon viel zu alt. Jeder nur ein Brötchen, bitte weitergehen. Jeder nur ein Brötchen, bitte weitergehen. Ha. Kantinen-Simulator. Ich bin nicht gut im Vorlesen, deswegen mache ich das lieber so. Ah, hook on a feeling. Okay, doch nicht.